Leinfelden, Echterdingen. Motorrad in Brand geraten. Aus noch unbekannter Ursache ist am Dienstagnachmittag in Leinfelden ein Motorrad in Brand geraten. Gegen 15.50 Uhr stellte der Fahrer das Zweirad vor einem Gebäude in der Talstraße ab, worauf es innerhalb von wenigen Minuten in Flammen stand. Obwohl das Fahrzeug zügig abgelöscht werden konnte, wurde auch die Fassade des Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Eine 29-Jährige, die Rauchgase eingeatmet hatte, wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Allein der Schaden am Gebäude wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit 8 Fahrzeugen und 31 Wehrleuten, der Rettungsdienst mit 5 Fahrzeugen und 12 Rettungskräften im Einsatz.